grünen Neon-Wurst. Hey, Kinders! Was geht bei euch ab? Endlich kann ich wieder was aufnehmen. Alter Verwalter, jetzt gefühlt 80 Jahre nichts aufgenommen. Und direkt ein Giveaway jetzt für euch hier am Stissel. Aber kommt erst auf meinen Rank. Machst du gar nicht zwei Bitches? Endlich ein bisschen hochgekämpft. Ich habe es im letzten Video schon gezeigt, aber das kam noch gar nicht, das Video. Weil mir dafür jemand ein Thumbnail machen will, aber das dauert so lang, nicht? Es ist wieder Giveaway-Zeit. Im letzten Infovideo habe ich ja ziemlich viel über die Giveaways auch gesprochen. Also wie man daran jetzt auch richtig teilnimmt, wie man seine Chancen praktisch erhöhen kann und so weiter und so fort. Also falls euch interessiert, schaut auf jeden Fall da drüben rein. Diese feste Bedingung für heute kommt gleich noch innerhalb des Videos, werde ich es dann noch erzählen. Ich gebe 5 Waffen raus. Dazu sei noch gesagt, ihr müsst kein Abonnent sein von mir. Da haben wir jetzt zuerst mal die AWP Elite Build. Richtig schickes Teil. Ich glaube, ich habe schon mal eine rausgegeben. Ist natürlich nur für die Elite-Spieler. Und ich nehme an, ihr seid Elite-Spieler, weil ihr schaut ja auch diese Elite-Videos von mir, ne? Ist natürlich nur für die ganz obere Oberschicht, ne? Ist verständlich. M wie Maximilian. Und Maximilian, so heißen halt nur reiche Leute. Also Maximilian, so heißen keine Reichen. Maximilian, so heißen die richtig die Reichen. Als nächstes haben wir hier die M249 Nebula Crusader. Für jeden Zocker, für jeden Gamer, für jeden, der gerne früher schon Space Invaders gespielt hat, für den ist es auf jeden Fall was, ja? Das ist eine Waffe, die eben zeigt, man ist einfach Gamer und vielleicht auch ein Kack, nur weil man mit der Waffe rumläuft. Oder man ist gerade so fett am Gewinnen, dass man es sich wagt, mit der Waffe mal eine Runde zu spielen. Dann haben wir hier die Mach 7 Praetorian. Ich finde, die sieht tatsächlich sehr edel aus. Das hier oben könnte noch ein bisschen güldener sein, aber sonst passt es auf jeden Fall. Mit dem neuen Sound ist die Mach 7 auch auf jeden Fall stark aufgewertet. Also finde ich, seit diesem Sound-Update ist es ja, bollert die richtig geil rein. An der Stelle sei direkt gesagt, ich habe meine Bedingungen, beziehungsweise die Kriterien, wie ich eben die Leute gewinne, lass, früher war der komplett random, habe ich jetzt abgeändert, leicht. In dem Infovideo, das ich unten verlinkt habe, hier unten in der Beschreibung, der erste Link, den ihr findet, führt zu diesem Infovideo, erkläre ich eben nochmal genau, wie diese Änderungen aussehen und was, wie man seine Chancen eben erhöhen könnte. Es geht einfach darum, dass man mehr als Community arbeitet. Aber es kommt gleich noch die wirklich wichtige Sache, wie man hier überhaupt mitmachen kann jetzt bei diesem, bei dieser Geschichte. Als vorletzte Waffe haben wir die StatTrak XM1014 Quicksilver. Ihr habt richtig gehört, StatTrak-Waffe. Als ich sie bekommen habe, habe ich das nicht gesehen, dass da so kleine, coole Dreiecke drauf sind. Und ich dachte, na, die Waffe wird jetzt nicht so besonders sein. Aber ich finde die Farbgebung hier, wie das hier auch langsam ausfadet und wieder reinfadet in dieses Dunkle mit diesen Dreiecken da, in dem Gelb, Grün, Neon, Wurst, gefällt mir ziemlich gut. Also ich gebe es nur schweren Herzens weg. Wie man hier sieht, habe ich schon 999.999 Kills gemacht. Manchmal verschwindet die Zahl, weil die Anzeige defekt ist. Aber ich stehe kurz vor einer Million. Den letzten Kill könnt ihr dann machen. Und zu guter Letzt haben wir hier die SSG 08 D-Tour. Echt ein geiles Teil hier mit diesen Pfeilen und sowas. Das hat was. Also es könnte ruhig auch eine höherwertigere Waffe sein. Es gibt viele Leute, die weiß mögen, also so als Waffenfarbe oder auch als Hosenfarbe. Aber das kann ich nicht so ganz verstehen, wenn Leute, vor allem Männer mit weißen Jeans. Aber ist ja auch egal. Pass auf. Die Waffe ist weiß, hat Pfeile drauf und ist ziemlich edel. Und hier kommt nochmal praktisch die Bedingung, um jetzt überhaupt hieran teilnehmen zu können. Also um gewertet zu werden. Und zwar schreibt ihr einfach unten rein, ich mag Züge. Und dann meinetwegen irgendein Kommentar. Ich schreibe rein, also die ersten drei Wörter sind, ich mag Züge. Punkt. Ne, der Punkt muss nicht sein, scheiß auf den Punkt. Ich mag Züge. Und was danach kommt, ist einfach euer Kommentar. Aber nur so kann ich besser sehen, wer mitmacht und wer nicht, wisst ihr? Natürlich kann ich so auch schauen, wer eben das Video ganz angeguckt hat, ist klar. Ne? Ich meine, ich will es euch jetzt ja nicht ultra einfach machen. Jeder, der das nicht vorne in seinem Kommentar hat, macht nicht mit. Ich weise auch niemanden darauf hin. Ihr könnt euch ruhig gegenseitig darauf hinweisen, wenn ihr wollt. Aber ich weise niemanden darauf hin. Rechtschreibfehler sind mir wurscht, außer es ist echt so krass, dass man es nicht mehr lesen kann. Ich mag Züge ist jetzt nicht wirklich schwer. Und hinten dran dann irgendwas. Ihr wisst, wie immer halt. Körpergrößen, Gewicht, präferierte Stellung beim Akt und so weiter. Da könnt ihr alles einfach raushauen, wie ihr wollt, ist mir wurscht. Ich antworte natürlich wie immer auf alles, wobei ich, und das ist ganz klar, am liebsten auf Kommentare antworte, die eben auch lustig sind. Aber das hat alles nichts damit zu tun, ob ihr gewinnt oder nicht. Schaut euch bitte das Infovideo von letztem Mal an. Es ist einfach eine Community-Sache. Das heißt, wenn ich euch im Hinterkopf habe, also wenn ihr mal irgendwas geteilt habt oder wenn ihr das hier teilt, das Video, und mich dann verlinkt einfach, also mein Facebook-Dingenskirchens oder auf Twitter irgendwas, wenn ihr irgendwas mit mir zu tun habt, mit meiner Community, mit meinen Videos, YouTube, Twitter, Facebook, was gibt's noch? Im Livestream dabei oder irgendwas auf Twitch, fick die Wurst, ist egal. Eine winzige Kleinigkeit reicht schon. Leute, macht's gut. Schaukelt nicht so viel eure Eier, beziehungsweise die Brüste. Das ist schlecht für die Zähne. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.